Ja, ich reise jetzt mal ins Grasland. Ist das Allerbeste. Auf geht's. Ich möchte mal wissen, wo der goldene Vogel mit uns hin will eigentlich. Auf geht's. Irgendwie brauchen auf jeden Fall ein Haufen an Sachen. Sprich Vorräte. Vorräte, Vorräte, Vorräte. Ich brauche Vorräte. Vielleicht doch mal so reiten, dass es Sinn gibt, ne? Da lang jetzt. Mal gucken, ob wir auf Mongolen treffen. Ins Grasland. Hat das geblinkt? Doch, nein, doch. Sorry, aber wie gesagt, ich sammle gerade ein bisschen nebenbei. Und ihr wisst ja, da oben. Und das, was man hat, hat man. Wir müssen eigentlich straight jetzt da runter, ne? Hier. Bin ich ja mal gespannt. Doch hier lang, ja. Wisst ihr was? Ich hab mal Bock drauf. Sucht mich jemand? Oh, Speervogel. Samurai! Alter! So, jetzt haben wir ihn hier. Chomtarak Dujwen! Der Hadjo! Der Nikolskoi! Oh oh, keine Pfeile mehr. Wow. Gott. Was haben wir hier? Ja, die sind immer noch voll, ne? Wow.
geht doch. Geht doch. Okay. Ich muss mal nach. Oh, warte mal, ich guck mal gerade nach. Techniken. Ablenken, ausweichen. Perfekte Parade LB, dann X für Gegenangriff. Ja. Rolle BB. Für Seitenangriff. Ja, das wollte ich nämlich hier. BX. Und hier haben wir B beim Sprinten. Ja, das hätte ich auch schon mal ein bisschen. Aber. Achso. Kampfhaltung. Gegen Schwertkämpfer, das wollte ich nämlich wissen. Aber hier steht auch nicht. Gerade wie ich RT gedrückt halten, um die Kampfhaltung zu wechseln. Schild und so. Okay, da, ja, okay. Das wollte ich wissen. Kann ich Ihnen helfen? Bald seid ihr frei. Die Geschichten um Komatsus Schmiede stimmen also. Ihr seid der Samurai, der die Mongolen dort schlug. So. Auf jeden Fall brauchen wir Vorräte. Vorräte, Vorräte, Vorräte. Das heißt, können wir eigentlich sehen? Aufzeichnungen. Ausrüstung. Natürlich kann man es nicht sehen, ne? Ja. Die Techniken. Die Sammlung. 226, ne? Doch, 226 da oben. Oh, ich bin auch gerade voll blind, ne? Kleidung. 226, 300 brauche ich. 300. Das Ding ist, ich darf jetzt eigentlich auch nicht mehr sterben, ne? Also sind wir jetzt eigentlich gerade in die richtige Richtung oder müssen wir jetzt einmal abbiegen? Ich glaube, wir müssen einmal irgendwie gefühlt abbiegen, ne? Fischerdorf. Fischerdorf Omaha. Die Richtung. Krieg hin. Zu viel Rauch für ein Lagerfeuer. Das Kishi-Grasland. In der Gegend wurden Strohhutsöldner gesehen. Ein Mongolenkonvoi. Ein Hinterhalt. Könnten die Strohhüte gewesen sein. Oh, Glück. Hier fing der Angriff an. Aber es waren sicher mehr Mongolen. Blut im Gras. Da vorne sind noch mehr Leichen. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Hier so nix. Eine Leiche nach der anderen. Er wollte vor den Angreifern fliehen. Thema durch. Er wird nicht mehr geflohen.
Also so sieht das richtig nice aus, ne? Oh, Pfeile. Jin? Jin Sakai. Ryozo. Siehst aus wie eine Vogelscheuche. Du sahst auch schon besser aus. Gibst du mir meinen Hut? Bist du jetzt ein Söldner? Ich bin Berufskrieger. Kannst du mir helfen? Ich suche euren Anführer. Er starb in Komoda. Du warst auch dort. Hab viele Freunde verloren. Wie wir alle. Wir können sie rächen, wenn wir kooperieren. Reite mit mir, Fürst Shimura. Er lebt noch? Die Strohhüte sind geschwächt. Leiden Hunger. Sie werden ihr Leben nicht für einen Mann riskieren. Auch nicht gegen Bezahlung? Sobald unsere Heimat frei ist, bezahlt Fürst Shimura dich. Was du verlangst. Meine Männer sind vielleicht interessiert. Deine Männer? Ich sorge für sie. Jemand muss wohl. Sind wir uns einig? Ich denk drüber nach. Weiche nicht zurück. Das tue ich nie. Das hier ist für Komoda. Töte sie alle! Diese Hunde geben nicht auf. Sie dürfen uns nicht umzingeln. Oh, Alter. Jetzt kommen ja auch noch die Schildträger oder was? Okay. Ich sag ja, da komme ich überhaupt nicht klar. Boah! Ey, sterbe ich gleich. Oh, nur mal erstmal den hier. Oh,
So. Heilen. Alter, das kann doch nicht sein. Du kämpfst besser als früher. Und dir ist endlich ein Bart gewachsen. Hast du dir mein Angebot überlegt? Die Strohhüte können deinen Onkel nicht retten. Wir haben Glück, wenn wir die Woche überleben. So schlimm ist es? Wir verhungern. Ich war auf der Jagd nach was Essbarem und kehre mit leeren Händen zurück. Doch nicht allein. Bring mich in dein Lager. Unterwegs überlegen wir uns etwas. Wie in alten Zeiten. Mhm. Ja. Willst du laufen? Nee. Aber ich werde sicherlich nicht hier die Sachen hier liegen lassen, die ich gebrauchen kann. Aber Kunai, Rauchbombe. Los, komm. Wann haben wir uns zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Sommern. Bei Fürst Nagaos Turnier. Ich habe nach dem Turnier nach dir gesucht. Die Strohhüte sahen unser Duell. Sie brauchten ein neues Schwert. Das klang reizvoll. Ich wusste nicht, dass du in Komoda warst. Du warst mit den anderen Samurai-Fürsten beschäftigt. Ich habe mit meinen Männern getrunken. Das hätte ich vor dieser Schlacht auch gebraucht. Ja, bestimmt. Hä? Ja, genau. Habe ich jetzt meine 280? Nee, ich habe noch nicht genug. Oh, wir sind schneller hier. Noch ein Karren. Vielleicht ist was Brauchbares drauf. Ist leer. Samurai! Samurai! Mhm. War das euer Fuhrwerk? Ja, mein Herr. Mongolen raubten mein Pferd und meinen Reis. Und da habt ihr noch Glück gehabt. Wo sind die Mongolen hin? Richtung vor Ohira. Verdammt. Sucht Zuflucht im Goldenen Tempel. Warnt alle vor diesen Straßen. Ja, mein Herr. Ziehen wir weiter. Mein Lager ist nicht weit. Da liegt ein Lager, was? Hierher! Nee. Ja, ich will da gucken, Mensch. Wenn da einer liegt. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Hilf mir, Fürst Shimura zu befreien. Und er gewährt dir alles, was er kann. Und was kann er mir denn gewähren? Nenn deinen Preis. Lebenslang gratis, Sake. Ist das alles? Ein Ort zum Trinken. Groß genug für all meine Männer. Ich mein's ernst, Ryoso. Ich weiß, dass du mehr sein willst als nur Söldner. Es ist 3 Jahre her, Jin. Dinge ändern sich. Es war sicher nicht leicht, die Strohhüte nach Komoda zusammenzuhalten. Wie hast du das geschafft? Ich habe ihnen klargemacht, dass wir uns nur selbst retten können. Das ist wahr. Das dachte ich auch immer. Aber langsam kommt es mir wie eine Lüge vor.
Komm wieder her, Jin. Das ist interessant, dass das nicht erkannt wird. Okay. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Hilf mir, Fürst Shimura zu befreien. Und er gewährt dir alles, was er kann. Und was kann er mir denn gewähren? Nenn deinen Preis. Lebenslang gratis, Sake. Ist das alles? Ein Ort zum Trinken. Groß genug für all meine Männer. Ich mein's ernst, Ryuzo. Ich weiß, dass du mehr sein willst als nur Söldner. Es ist 3 Jahre her, Jin. Dinge ändern sich. Es war sicher nicht leicht, die Strohhüte nach Komoda zusammenzuhalten. Wie hast du das geschafft? Ich habe ihnen klargemacht, dass wir uns nur selbst retten können. Das ist wahr. Das dachte ich auch immer. Aber langsam kommt es mir wie eine Lüge vor. Wie viele Männer hast du? Nur halb so viele wie am Anfang. Aber wir sind noch immer eine kleine Armee. Warum? Der Bauer sagte, die Mongolen wollten mit seinem Reis nach Fort Ohira. Du glaubst, sie horten dort Essen? Möglicherweise. Hast du eine Idee? Mir kommt gerade eine. Er ist hier! Ryuzo ist zurück! Höchste Zeit. Ich sehe gar kein Essen. Männer, das ist mein alter Freund, Fürst Sakai. Ryuzo hat mir erzählt, ihr hungert. Ich will euch helfen. Es gibt kein Essen? Wir haben einen Plan. Wir überfallen Fort Ohira und holen uns unsere Nahrung von den Mongolen zurück. Ein Vorüberfallen? Die töten uns! Einen kleinen Moment. Komm mit mir, Jin. Ja, was hat er jetzt vor? Wir hätten deine Idee besprechen müssen, ehe wir es den Männern sagen. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Das ist meine Aufgabe. Ich wollte nicht respektlos sein. Schon gut. Hier durch, Jin. Wenn du mit den Strohhüten reitest, musst du auch danach aussehen. Ich habe noch eine Rüstung, die passen müsste. Wehe, sie ist verlaust. Das wirst du mir noch ewig vorhalten, oder? Die Rüstung ist in der Truhe. Das wirst du mir noch ewig vorhalten. 304! Wir können das Schwert jetzt machen, wenn ich mich nicht irre, ne? Du siehst nicht so gut aus wie ich, aber nicht übel. Wir sollten das vorüberprüfen, auf Schwachstellen. Meine Männer werden das übernehmen. Dann sind wir uns einig. Hol uns das Essen aus Fort Ohira. Und wir retten deinen Onkel vor den Mongolen. Danke, Ryuzo. Aber vergiss nicht, wer der Anführer der Strohhüte ist. Das würde ich dir niemals nehmen wollen, mein Freund. Gib uns Vorsprung. Wir treffen dich beim alten Friedhof. Bis dahin. Blut im Gras. Ein Technikpunkt. Zweiten haben wir auch noch. Okay. Ronin-Kleidung. Von denen getragen, die durch Schwert und Bogen leben und sterben. Oh, Tracht des Reisenden. Ja, wenn wir, also eigentlich können wir das hier, das Ding tragen, wenn wir da durch sind. So, verringert die Geschwindigkeit, mit der ich Gegner bemerken. Um 10% erhöht Nahkampfschaden. Nach dem geduckten Verlassen von Pampas Gras entdecken gehen die wesentlich langsamer. Und Verbesserung gibt es dafür auch, ne? Ne? Okay. Jetzt können wir natürlich den Schaden machen, ne? Verbesserung. 324 haben wir. Eisen. Schnellreise. Goldener Tempel. Nee, wo waren hier Komatsu? Schmiede von Komatsu, Rüstungsschmieden, Schwertschmieden. Goldener Tempel ist nur Bogenmacher, Schwert, Rüstung. Könnten wir auch beides machen. Aber so weit will ich gar nicht. Von daher haben wir es hier.
reise ich mal schnell dahin, weil ich will mein Schwert machen. Ich will unbedingt das Schwert machen, sonst kriege ich ja zu viel. Müsste, glaube ich, eher hier gewesen sein, genau. Euer Kletterwerkzeug ist noch nicht fertig. Gebt mir mehr Zeit. Da. Und definitiv das hier. Spiegelblank poliert. Leb wohl. So, Lili. Dann können wir hier hingehen. Wille Rüstungsausstattung in dem Gameplay-Menü, um Rüstung Talisman aussehen zuzuweisen und individuelle Ausstattungen zu erstellen. Okay, das geht auch. Kenji-Geschichte, nee. Strohlager, da wollte ich hin. Genau. Das Lager, genau. Jetzt sehe ich aus wie ein Strohhut, genau. Und dann wollte ich natürlich der Wert von Sake. Achso, das haben wir, das müssen wir auch noch machen. Und in der Ausrüstung müssen wahrscheinlich das Saigai Kanto auch mal machen, ne? Verbesserung ansehen. Was brauchen wir denn? 150 und Eisen. Okay. Kleidung. Können wir gerade mal leer machen. Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, die Kleidung auch zu wechseln. Ja, Sakai-Stahl können wir nicht machen. So, Techniken. Wir können neue Techniken nehmen. Kampfhaltung, Geist. Können wir die Geistwaren erweitern? Länge. Das kann man hier auch zu? Blendender Staub. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, ich sag ja, das ist ein bisschen zu viel für mich. Ist es nicht böse? Kampfhaltung ist das, ne? Da können wir zum Beispiel... Ja. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Gerade überlegen. Und hier gedrückt halten, dann antippen. Hier gedrückt halten, dann dreimal antippen. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, hätte ich beinahe gesagt. Was haben wir hier? Da haben wir verzögerter Schlag. Ein verzögerter schneller Angriff, der zusätzlich Nahkampf- und Taumelschaden hinzufügt. Oh. Das wäre wieder was für mich eigentlich. Aber ich glaube, wir sollten da noch nicht hingehen. Mit blau schimmernden Linien können pariert werden. Ich überlege gerade echt, was sinnvoll ist. Ich glaube, gegen die Schildträger wäre eigentlich auch das sinnvoll, ne? Also ich muss ja eigentlich unbedingt was gegen die Schildträger machen, aber mein Ding ist, ich muss eigentlich auch hier was machen. Also im Sinne von Sprintschlag brauche ich nicht.
ich merke schon, ich bin wieder richtig drinne, um zu wissen, was ich nehme.